Es gibt in der Moderne und jetzt auch in der nahen Moderne eine Reihe von neuartigen Denkmöglichkeiten, die in der Praxis, ob das nun die Psychotherapie ist oder ob das Psychosomatik ist oder ob das Medizin ist, einfach noch nicht angekommen ist. Man hört Namen wie Luhmann oder wie Derrida und viele andere Namen dieser Art, aber das Denken der Differenz, des Unterschiedes im Gegensatz zum Denken des Seins, das ist noch nicht so durchgesetzt, wie man sich das wünschen würde. Man geht davon aus, dass zum Beispiel ein Klient krank ist. Sie hatten auch von Krankheiten gesprochen. Sie haben auch davon gesprochen, dass die Psychotherapeuten einen schweren Stand im Grunde haben, also selbst an Krankheiten erkranken können, die sie eigentlich behandeln. Man kann fragen, wie das kommt. Möglicherweise haben die Psychotherapeuten eine völlig falsche Selbstbeschreibung. Ich will das nur am Rande bemerken, eine bessere Selbstbeschreibung wäre, Psychotherapeuten und auch Psychosomatiker als Herrscher der vagen Dinge aufzufassen. Also nicht etwa als Leute, die fehlerhafterweise unklar sind und keine scharfe Theorie haben, sondern als Leute, die gezwungen sind, mit nicht kodierten Problemen zu arbeiten. Denn sobald sie mit kodierten Problemen arbeiten würden, wären sie Ärzte und sie wären Techniker. Sie müssen sich auf den Körper auf eine völlig andere Weise einlassen. Und die Frage wäre dann, warum soll jemand dann nicht gleich zum Arzt gehen? Warum geht er zum Psychotherapeuten? Weil der die vagen Dinge, die nicht kodierten Probleme bearbeiten kann. Ich selbst habe kürzlich bei dieser Tagung in Linz ja im Grunde gesagt, dass die Psychotherapeuten die Verwalter der vagen Dinge sind. Das waren natürlich richtig abenteuerliche Diskussionen, aber die Verwalter der vagen Dinge. Und es hieß unter anderem, dass sie bei sich selber sind, Psychotherapeuten, wenn sie Vagheiten, also Ungenauigkeiten, Unschärfen akzeptieren. Und dass es ein Fehler wäre, sich darum zu bemühen, bei Krankenkassen oder in der Wissenschaft anerkannt zu werden, weil man dann mit kodierten Problemen zu tun bekommt. Der Mord ist ein kodiertes Problem. Ne? Der Richter weiß ganz genau, lebenslang muss es geben, wenn dies und das vorausgesetzt ist. Aber für einen Psychologen wäre es niemals, für einen Therapeuten niemals ein kodiertes Problem, sondern zunächst mal eine ungeheure Unschärfe, mit der umzugehen, er dann eben gewisse Techniken entwickelt hat. Sondern wie kann man ihr das theoretische Gerüst verschaffen, innerhalb dessen sie ihre eigene Geschichte verstehen, die eine Geschichte der Schamanen, der Heiler und der Exorzisten ist, wenn man ganz weit zurückkommt. Also selbst noch Freud hat an der Klinik in Paris ja sehr schamanistische Vorstellungen von hysterischen Krankheiten entstehen sehen oder beobachten können. Erst einmal, dass einer zur Behandlung geht, dass er Experten akzeptiert, das ist ja schon mal eine hohe Unwahrscheinlichkeit. Und auch der Experte muss ja Gründe dafür finden, warum er einen bestimmten Klienten aufnimmt, nicht nur Geld, sondern er muss ja auch irgendwas haben, was sich denn behandeln lässt. Und da sind wir davon ausgegangen, das Medium, das dies ermöglicht, ist die Kommunikation von Leidensdrücken unter der Bedingung vager Probleme. Also Leidensdruck muss mitgeteilt werden, sonst ist die Therapie sinnlos. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, ich habe nichts, ne? Und das ist mein Problem, sondern ich muss irgendeine Art von Leidensdruck mitsignalisieren. Und dieser Leidensdruck bezieht sich aber auf nicht kodierte Probleme. Wenn es nämlich kodierte Probleme wären, könnte ich sie selber lösen. Ja. Aber es sind nicht kodierte Probleme und der Psychotherapeut würde sie dann auch als nicht kodierte Probleme behandeln. Also eine große Offenheit haben im Blick auf dasjenige, was jetzt kausal heißt. Die Kausalität nicht, sondern Zurechnung müsste er wissen. Und man müsste eben eine Art von Erprobe oder Probehandeln vornehmen. Jetzt versuchen ja eben die Psychotherapeuten sozusagen wie Ärzte aufgefasst zu werden. Und dann müssen sie ihre Probleme kodieren. Und die ersten Folgen sieht man schon. Jetzt müssen die für die Krankenkassen Bögen ausfüllen, in den Nummern sind, die ihnen sagen, was das für eine Krankheit war. Und gerade systemische Therapeuten sind nie angetreten unter dieser Voraussetzung. Wenn ich Psychotherapeut wäre, was ich rüdigerweise nicht bin, würde ich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass ich plötzlich anfangen muss zu qualifizieren. Und das hat schon Gründe. Aber einer der Gründe ist eben Geld verdienen natürlich. Und sich selbst darstellen als jemand, der wissenschaftlich arbeitet. Und wenn ich dann sage, man kann keine Rede von sein, das ist Eklektizismus. Und das ist bei Pädagogen so, bei Psychotherapeuten ja auch. Also wenige Leute durften die Fortbildungsveranstaltungen besuchen mit Psychotherapeuten. Mit immer neuen Konzepten, da wird was genommen, da wird was genommen. Und für mich als Theoretiker ist das fast unerträglich. Ne? Ich bin da auf Konsistenz aus. Aber ich verstehe, warum die das so machen müssen. Eben der Eklektizismus ist eine Möglichkeit, mit vagen Problemen umzugehen. Also dafür, das ist sozusagen eine Möglichkeit. Deswegen, er ist nicht Wahnsinn, er ist Methode. Hamlet hat das mal gesagt. Und mir gefällt das gut. Ne? Also das,
Und der Tenor war zunächst mal, dass diese Schematisierungen ja genau dem Punkt entsprechen, dass die Spezialisten für nicht kodierte Probleme plötzlich Probleme kodieren müssen, so wie Ernste. Und dann sozusagen sich scheuen, darauf zu reagieren. Also in der Bundesrepublik weiß ich, in der Schweiz und in Österreich auch, da gibt es dann unter den Therapeuten Riesenbewegungen, dort kassenmäßig anerkannt zu werden. Was aber zur Folge hat, dass es ohne Schematisierung nicht mehr geht. Also man müsste einen Eigenstand entwickeln können, man müsste eine Vertretung des Berufsstandes haben. Wir haben ja eine Vertretung, die sozusagen solche Begriffe zur Kenntnis nimmt, dass sie alltäglich mit unkodierten Problemen zu tun haben und auch mit nicht kodierbaren Problemen. Jemand kommt rein und hat ein Problem, das ihm keine Kodierung braucht. Nicht mal in keine alphanumerische. Und dann müssen die, um Geld zu bekommen bei der Kasse oder damit die Klienten Geld bekommen bei ihren Kassen, plötzlich Schematisierung, Kategorisierung vorkommen, die einfach nicht stimmen. Aber die Leute dort haben mir gesagt, sie würden das nur mit schlechtem Gewissen tun können und sie würden darunter leiden. Ich habe empfohlen, es als professionell aufzufassen. Ja, stolz auf die Eine professionell zu bearbeitende Lage, so ist es. Ja. Aber im Prinzip ging es mir ja gerade darum, zu sagen, eine Profession kann einen Eigenwert entwickeln, wie so ein eigener Attraktor, im Blick auf das, worin sie ihr Proprium hat, ihr Alleinstellungsmerkmal. Und das ist nicht in der Medizin nicht das nicht kodierte Problem, sondern eben das kodierte Problem, das kodierbare Problem. Und wenn man sozusagen die Überweisungspraxis sich anschaut, also wann überweisen Ärzte jemanden einen Psychotherapeuten, dann sieht man das, sobald das Problem in die Zone des nicht kodierbaren kommt. Man kann es nicht messen, man kann es nicht wägen, man das Blut zeigt nichts darüber, reden hilft nicht und dann muss er irgendwo anders hin. Aber ja, das ist ja das Tolle an der Psychotherapie, dass sie mit unschärfen Problemen umgehen kann. Und wenn jemand unschärfe Probleme hat, sind das Menschen. Dem Psychotherapeuten sagt, ihr müsst langsam ein arrogantes Selbstverständnis entwickeln. Arrogant heißt, wir machen etwas ganz Eigentümliches, ein eigenes Ding, was kein anderer beherrscht. Aber genau diese Haltung treffe ich sehr selten an. Ich finde, Psychotherapie ist ein hochexzellentes Feld. Ich kenne eine Menge andere Felder, die sich suggerieren als ob, aber die das nicht sind. Wenn wir sagen, Psychotherapie hat ihre eigene Intelligenz entwickelt, dann sind wir nicht mehr gezwungen zu sagen, das muss wissenschaftlich sein. Eine hochkomplexe, aber deswegen, wie ich dann auch schreibe, exzellente Situation. Psychotherapeuten könnten stolz auf sich sein, im Blick auf solche Komplexität. Nur sie sind so derenmäßig bescheiden manchmal, dass ich mich nur mit starken masochistischen Zügen, also wenn ich sage, Psychotherapie geht nicht, typisch schlechte Therapie, so ein komischer Begriff, dann nicken die Leute, wenn ich in Hamburg bin, wenn mir das einer sagen würde, ich würde das anders reagieren. Also das ist wirklich, ich würde auf Exzellenz bestehen, aber nicht auf diesen üblichen Exzellenzbegriff, wie er jetzt bei Universitäten benutzt wird, sondern vielleicht im altertümlichen Sinn des Exzeller, aus der Zelle herausgehen. Das ist, jetzt dreht ja schon in meinem Befreiungsbegriff, wenn man will. Also das finde ich für außerordentlich sinnvoll. Was man können muss und was ich Ihnen hier heute vorführe, ja auch selber, ist professionelle Arroganz. Nicht zurücktreten, sondern professionelle Arroganz. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch das, was ich nicht kann. Aber genauso müssen Psychotherapeuten auftreten und nicht sozusagen wie Hascherl. Kontextsteuerung ist in der Systemtheorie immer möglich. Also das System selbst ist nicht beeinflussbar, jedenfalls nicht außerhalb der Kodierung, die feststeht. Aber eine Kontextsteuerung, was ja zum Beispiel auch in sozialarbeiterischen Kontexten notwendig ist und auch gemacht wird, kann man ja machen. Die Frage ist einfach für mich jetzt, ist Psychotherapie möglich? Kann man zum Beispiel über psychische Kontextsteuerung den Körper verändern oder kann man mit dem Körper die Psyche verändern? Also halten Sie sowas wie Psychotherapie überhaupt für mehr als ein Begriff? Das ist wirklich eine außerordentlich komplexe Angelegenheit. Zunächst einmal möchte ich ja sagen, ich spreche nicht von Kontextsteuerung. Das tue ich nur dann, wenn ich es mit Leuten zu tun habe, die direkt aus einer Praxis stammen, ohne sie zu reflektieren. Dann muss ich ja irgendwas anbieten, also das könnt ihr machen. Aber Kontext ist natürlich so wenig steuerbar wie Text. Systeme sind nicht steuerbar, nicht durch irgendetwas. Deswegen sagen man ja auch immer noch irritierbar.
Und die Frage ist dann immer, können wir Strategien haben, wie etwas gescheit oder, ja sagen wir mal, gescheit irritiert wird. Also mit Aussicht darauf, dass etwas sich so ändert, wie wir uns das ursprünglich gewünscht haben. Aber ich wollte auch nicht sagen steuerbar, ich würde eher sagen veränderbar. So, ne? Ja, aber von außen. Ja. Wir können ja immer nur sagen, Sinnsysteme verändern sich immer nur selbst. Die werden nicht von außen verändert. Und das ist ja eben der Hintergrund dieses Gedankens, der ursprünglich von Wittgenstein stammt, dass wenn man den Kontext oder eine Familie, zum Beispiel als magerwichtigen Kindes, beobachtet, man eben mit berücksichtigt, dass die Umwelt eine Rolle spielt. Also dass dort Änderungen vorgenommen werden können. Ich kann der Mutter sagen, was sie eventuell in der nächsten Zeit anders machen kann und so weiter. Nur es gibt sozusagen kein Direktverhältnis davon. Jetzt kann ich erwarten, dass das und das passiert. Ich nehme an, dass alle, die hier arbeiten, wissen, dass man nicht intervenieren kann. Niemand kann in ein geschlossenes System eingreifen, weder ins Gehirn, ohne es zu zerstören, noch ins Bewusstsein. Wie denn? Man kann sich aber in der Umwelt Ereignisse produzieren und die sind dann eben in Kliniken anders als anderswo. Und die Ereignisse, das Problematische ist, dass man nicht wissen kann, ob das, was dann geschieht, auch ohne diese Intervention geschehen wäre. Das ist bei Beratung der große Trick. Das ist bei Beratung, man nie nachweisen kann, ob man Erfolg gehabt hat oder nicht. Wie will man das denn? Man könnte ja jederzeit sagen, das wäre auch so gekommen. Also es hätte sich auch so geheilt. Wozu die Klinik? Also geht doch auch so. Ich neige persönlich auch immer dazu, geht doch auch so. Deswegen bin ich wahrscheinlich so oft im Krankenhaus, weil ich das immer so denke. Aber das ist ein ganzes Bündel von Problemen, die für mich auch immer eine Gratwanderung darstellen. Denn üblicherweise wird jetzt heute nicht so sehr, aber meistens wird von mir erwartet, dass ich auch noch sage, wie man es machen soll. Und das läuft ja dann auf Intervention raus. Und ich habe dann verschiedene Begriffe, Hilfsbegriffe mir entwickelt, jetzt nicht gerade Kontextsteuerung, aber zum Beispiel Interpenetrationsmanagement. Also wechselseitiges zur Verfügung stellen von vorkonstituierter Eigenkomplexität. Und zwar geht er aus von der Differenz zwischen Durchgriffskausalität und Auslösekausalität. Durchgriffskausalität ist die Vorstellung, man könnte intervenieren. Also ich greife mit einer Nadel durch auf ihr Gehirn oder was auch immer. Das wäre Durchgriffskausalität. Auslösekausalität würde bedeuten, im Englischen Trigger Causality, also dass ich sozusagen eine Reize setze, im Blick auf die ich ein Set von möglichen Folgen vor Augen habe. Also nicht sozusagen direkt kausal, sondern ich löse Kausalitäten aus. Das ist ein Konzept, das in der Physik, glaube ich, des 19. Jahrhunderts entstanden ist, was ich sehr, sehr spannend fand dann. Und Luhmann hat es auch nochmal aufgegriffen. Und gerade im Blick auf psychotherapeutische Situationen oder Vergleich, warum ist es mir wichtig, den Leuten deutlich zu machen, auch bei Pädagogik, es geht nicht um Durchgriffskausalität. Therapeuten mögen es glauben, aber ich glaube es auch nicht. Also, es geht um Auslösekausalität und ich spreche dann von Auslösekapazität. Und das musst du gelernt haben. Und deswegen frage ich ja jedes Mal, wenn ich in solchen Runden sitze, wie jetzt in Linz, was habt ihr gelernt, um Auslösekapazität wirklich gut verkaufen zu können? Und auch da habe ich gemerkt, dass sie sich alles wacker mitgeschrieben haben. Aber natürlich wieder als Argumentationshilfe. Nur nicht sozusagen in dem ernsthaft wissenschaftlichen Sinn, wie kann man es jetzt behandeln, aber es ist doch toll von sich zu sagen, ich bin jemand, der eine Auslösekapazität. Gemeint ist aber nur Folgendes. Erstmal Penetration. Dass ein System seine Komplexität, die es im Laufe der Zeit erwirtschaftet hat, einem anderen System zur Verfügung stellt. Einfaches Beispiel dafür ist Leben. Ich habe einen Körper, der irgendwie lebt. Ich weiß nicht, was heißt die Meinung. Ne? Und mit diesem Leben stellt er mir als psychisches System eine Komplexität zur Verfügung, der ich nicht ausweichen kann. Wie können wir die Komplexität, die wir haben, jetzt im Blick zum Beispiel auf Psychosomatik, so zur Verfügung stellen, dass der andere ihr aus ihr Eigenkomplexität gewinnen kann. Nicht im Durchgriff, sondern als im Sinne einer Auslösekausalität. Man unterscheidet Durchgriffs- und Auslösekausalität. Und Durchgriffskausalität heißt, ich habe die Vorstellung, ich greife direkt durch. Ich habe da ein Kind, das hat was gemacht, jetzt hieß er den Ohren und dann macht es nicht mehr. Das wäre Durchgriffskausalität. Auslösekausalität, ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, der besagt, dass ich Verhältnisse so gestalte, dass sozusagen die Kausalität sich nicht, die wird nicht erzwungen, sondern die entsteht sozusagen als Wirkung an dem Ort, der gemeint ist. Ich löse etwas aus. Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier die Heizung hochdrehe, ne, so, dass ich bald anfange zu kochen, dann hätte ich eine Auslösekausalität produziert. Ne, in dem Sinne davon, dass sie dann
darauf reagieren müssen, durch Stoßlüften, habe ich ja schon gesagt, oder durch sonst irgendwelche Geschichten, durch Ausziehen oder Saal verlassen, flüchten oder was auch immer. Ich rede gerne von sogenannten fungierenden Ontologien. Ontologien, das sind Seinslehren, klassisch. Etwas ist das und etwas ist etwas nicht. So im ganz klaren Sinne. Und mit fungierend meine ich, dass jeder Bereich sich eine eigene Ontologie einrichtet. Und das gilt auch für Psychotherapie. Also wenn man Psychotherapeut ist, muss man bestimmte Dinge voraussetzen. Zum Beispiel, dass der andere in der Lage ist, Reflexionen durchzuführen. Sie können nicht Psychotherapie machen mit schwergeistig behinderten Menschen. Das ist schlicht ausgeschlossen. Auch nicht mit Babys oder mit Alzheimer-Klienten. So, wir müssen immer automatisch etwas voraussetzen, dass der andere Reflexionen aufbieten kann oder dass ein Echo dessen, was sie sagen, geben kann. Und das ist eine fungierende Ontologie. Ist notwendig, so ähnlich wie bei der Beratung. Beratung muss immer voraussetzen, dass jemand anderer frei sein kann, zu entscheiden. Und der Berater kommt vielleicht typischerweise nicht auf die Idee, dass es ein ungeheuer philosophisches Problem ist. Ne? Das Problem ist lieber Arbitrium, also der freien Entscheidung. Wie will ich wissen, dass ich frei entschieden habe? Aber es funktioniert eben einfach so. Wir müssen, wenn die Berater voraussetzen, der könnte anders, ne? Macht es jetzt so, wird seine Gründe haben. All diese Unterstellungen, die erforderlich sind, um überhaupt Beratung durchführen zu können. Das nenne ich dann fungierende Ontologien. Und die kann man auf verschiedene Bereiche beziehen. Auch Wissenschaftler haben fungierende Ontologien. Also zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gäbe, zwischen wahr und unwahr zu unterscheiden. Wirklich? Die Vorstellung eines wahren Selbst wäre dann auch eine fungierende Ontologie. Ja, die in bestimmten Kontexten auch von großer Bedeutung sind. Etwa in Liebeskontexten geht es ja oft um dieses wahre Liebe, wahres Selbst, wechselseitiges Verschmelzen, tausend solche Dinge mehr. Und das sind selbstverständlich fungierende Ontologien. Niemand verschmilzt da. Also ein Austausch von Körperflüssigkeiten ist keine Verschmelzung, also davon kann man ausgehen. Aber das Konzept kann sozusagen genauso aufgegriffen werden. Wir sind jetzt eins. Jeder kann wissen, ist nicht. Ne? Aber trotz allem dessen kann es so kommuniziert werden und dann hat man eine fungierende Ontologie. Also Widerspruch kriegt man von Psychotherapeuten so gut wie nie, wohl aber von Pädagogen. Ne? Die also auch eine eingeschliffene Ontologie haben, zum Beispiel, dass Erziehung möglich ist. Und, nicht Selbsterziehung, sondern dass jemand jemanden erzieht und die Freiheit voraussetzen müssen oder einen pädagogischen Eros oder was auch immer. Das sind Voraussetzungen, über die man lange nachdenken kann. Und sobald man mit denen darüber diskutiert, dann wird es bösartig. Also immer sofort, geht doch nicht, kann doch nicht sein. Für mich ist die Frau, die ihrem Mann eine Ohrfeige gibt, das ist eine Lösungsfigur. Mhm. Weil meistens treffe ich auf, sagen wir mal, eine Frau, die sich jahrelang angepasst hat. Okay. Und jetzt ist ein Teil von ihr, der will nicht, und der will endlich sagen, ich bin anders oder nein, das mache ich nicht mehr mit. Sagt es eben körperlich, haut ihm nur Feige. Wenn man das jetzt untersucht und sagt, das ist jetzt gar nicht das Problem, sondern eigentlich der Versuch, etwas zu lösen. Das ist die Lösung, ja. Dann trifft sie auf eine andere Frau. Aber, jetzt systemtheoretisch gedacht, es ist nicht die Lösung, sondern wird als Lösung beobachtet. Nicht, dass man denkt, das ist da drin so. Man kann ihr Verhalten als Lösung eines bestimmten Problems deuten, das man aber konstruieren muss. Also wenn sie eine mager süchtige Tochter hätten, dann könnte ein systemischer Therapeut sagen, mit ihrer Krankheit löst sie ein Problem und wir müssen es rekonstruieren. Und dann heißt nicht, sie wagesüchtig ja das Problem, sondern die Familie, da muss man Familientherapie machen oder was auch immer. Aber eben dieses Reden von Teilen von sich und so weiter, das ist ja das, was ich fungierende Ontologie nenne. Ja. Und damit erhebe ich ja keinen Vorwurf gegenüber Psychotherapie oder irgendwelchen solchen Verfahren, sondern ich sage einfach nur, ihr könntet das sehen. Also wenn ihr euch mal rausbegebt aus der Rolle, könntet ihr sehen, wie ihr das konstruiert. Was ihr unbedingt voraussetzt und ob ihr was dabei gewinnt, wenn ihr mal bestimmte Dinge nicht voraussetzt und was anderes an die Stelle setzt. Mehr mache ich ja gar nicht. Ja, ich kenne ja noch mal viele Psychotherapeuten, weil ich immer eingeladen werde. Manche haben so eine unhinterfragte Ontologie. Eine der schlimmsten ist, vielleicht auch durch die Heidelberger Schule mit eingeleitet, dass sie von Intersubjektivität ausgehen. Also Systeme völlig anders beschreiben, als ich das machen würde. Die systemische Therapie geht nach wie vor davon aus, da ist jemand, hier ist jemand und dazwischen stellen sich geordnete Beziehungen ein. Das machen wir nicht. Die Systemtheorie macht das nicht, jedenfalls nicht diese. Und die geht überhaupt nicht von etwas inter aus, sondern sagt, Kommunikation ist völlig anders als Kognition. Die moderne Gesellschaft ist hochkontingent, also immer ist alles anders möglich. Und dass diese Struktur von der Psyche nachvollzogen wird, dass wir also nicht mehr eine Psyche haben, wie man sie in Ägypten gehabt hat, im alten Pharaonenreich oder im Mittelalter, sondern dass das psychische System sich diesen Verhältnissen angepasst hat. Also zum Beispiel nicht mal im Blick auf seine eigene Identität sicher sein kann, identisch zu sein.
Und damit tritt dann das ganze Problem auf, wie kann man die Nicht-Identität, die Identität, die nicht mehr behauptet werden kann, trotzdem behaupten. Also wenn wir mit den Klienten arbeiten. Wenn es dann um Identität ging, um Selbstfindung, um irgendein Ort dieser Art, bewegen sie sich ja schon in Metaphern, die sie gar nicht mehr glauben können. Dirk Becker spricht an der Stelle immer von der robusten Welt. Also alltäglich ist es so, dass wir in dieser Kultur ja gar keinen Zweifel daran haben, dass sie jemand sind und wenn sie den Mord begangen haben, dass sie den begangen haben und nicht irgendwer, ein Teil von ihnen oder was auch immer. Der Alltag ist robust, der benötigt das ja auch. Aber ich habe dann notfalls das Problem, von mir aus gesehen, dass ich als Ganzes eingesperrt werde für etwas, was ein Teil von mir getan hat. Ja, aber das wäre das Problem. Ne? Und ich denke, viele, ich kenne jetzt wenig Mörder, ne? Aber ich denke mir einfach, dass das genau das Problem ist. Ne? Man wird komplett eingesperrt, der Körper wird irgendwo hingestellt und der Täter empfindet seine Tat als fremdartig oder zu ihm nicht gehörig. Psychiater versuchen dann das zu klären und versuchen die Schuld festzustellen. Dann wusste er, was er tat, war er noch verantwortlich oder hat es andere Gründe gegeben oder was auch immer untersucht wird. Aber im Prinzip ist es immer so, auch wenn sie mal irgendwo was mitnehmen, klauen Bücher oder sonst irgendwas, ne, oder irgendwelche sexuellen Abenteuer hinter sich haben, ne, die nicht ganz so waren, wie man sie typischerweise hat, dann sortiert man das sozusagen aus als nicht zugehörig. Aber würde man bestraft werden, ist es das Ganze, der ganze Körper, der irgendwo hin befördert wird. Und das Problem löse ich, indem ich mich dann eigentlich doch hinter diesen Teil stelle und sage, okay, das war ich. Ich habe gemordet. Ja, aber das ist die Lösung, die sozusagen sich empfiehlt. Sonst würden sie 20, 30 Jahre lang nur schreien, ich war es nicht. Und das wäre noch paradox. Ne? Also, welches ich war es jetzt und welches nicht. Ne? Das ist quasi eine nachträgliche Sinngebung, mit der ich das Problem löse. Ja. Also ich nenne das eine Art von Kodierung. Ne? Und wenn Psychotherapie das, was jemand tut, umkodiert, anders deutet, ne, dann führt das dazu, dass jemand solch einen Mord vielleicht annimmt oder akzeptiert und versteht, wie auch immer. Nur ist das natürlich eine Folge von Psychotherapie, also selber wieder einer sozialen Praxis, ne, die also dieses Modell dann verfolgt.